Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gerade lief der Campfire-Chat. Jetzt gerade ist da noch Q&A. Darum soll es heute nicht gehen, sondern heute wurden die drei großen Themen abgefrühstückt. Einmal natürlich der Schlachthof von Zier, Midwinterpest, das Event, was am 12.12. auf uns zukommt, das Holiday-Event. Und ein wenig was zu Itemization, aber da kann ich schon mal vorweg sagen, da gab es nicht wirklich was zu, aber das erzähle ich ganz am Ende. Zum Start ging es direkt um die Frage, wird es Pay-to-Win geben? Weil ich habe das auch gehört in der letzten Woche, auch mit der Umfrage und so, gab es ein paar Stimmen, die laut geworden sind und gedacht haben, oh, da könnte eventuell Pay-to-Win auf uns zukommen. Und nein, das wurde ganz klar mit Nein beantwortet, es wird kein Pay-to-Win geben in Diablo 4. Dann ging es direkt los mit Winterpest, dem Event, worauf ich mich sehr freue, weil das das erste Holiday, das erste Event in einer Season sein wird. Wird bestimmt ganz witzig. Das Ganze findet ja statt im zersplitterten Gipfel und der Hauptcharakter, der uns durch die Story begleitet, wird Gillian sein. Ein Barde mit einer Harfe oder Gitarre, irgend so Musiker auf jeden Fall. Und viel mehr haben die zu Midwinterpest eigentlich nicht gesagt. Also da gab es nicht wirklich was Neues. Wir können die Gegner in zersplitterten Gipfel töten, die lassen Items fallen, die wir eintauschen können bei Gillian und dadurch steigt unser Battle Pass und da kriegen wir dann verschiedene Skins, verschiedene Elixiere. Habe ich schon ein Video zu gemacht, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann checkt mal hier oben mein Midwinterpest-Video ab. Da habe ich eigentlich alles ganz genau erklärt, da haben wir keine neuen Informationen bekommen, zumindest keine neuen Informationen, die irgendwie spannend wären. Und dann ging es los mit Schlachthof von Zier und Leute, das Ding ist geiler, als ich es erwartet hätte. Es ist richtig geil und noch geiler, als wir alle gedacht haben. Gezeigt wurde sogar richtiges Gameplay von einem Community Manager mit einem Level 100er Magier. Und das Witzige daran war, das war ein Ball Lightning Magier. Also selbst die Community Manager und die Leute bei Diablo 4 spielen selber Ball Lightning. Und jetzt direkt mal ein paar Informationen zum Schlachthof. Also grundsätzlich sind die Informationen, die wir bisher hatten, alle auch immer noch gültig und richtig. Das heißt, wer das Video von mir gesehen hat über den Schlachthof, wird jetzt nur nochmal zusätzliche Informationen bekommen. Erstens, das Siegel, um den Schlachthof zu betreten, könnt ihr erstellen beim Okkultisten. Das Ding kostet 800 Siegelpulver, Tier 1, ist also relativ teuer und kann ganz normal, wie gesagt, dort hergestellt werden und dann auch gezündet werden. Der Dungeon-Eingang ist dann in Cat Badu, wo auch die Season-Questline war. Wo ich auch gerade die Season Questline anspreche, die muss natürlich abgeschlossen sein und die Season Reise. Das heißt, komplett 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von der Saisonreise muss abgeschlossen werden, aber nicht alle Ziele, sondern nur das, was Mindestvoraussetzung ist. Das heißt, bei Saisonreise 7 müsst ihr 7 von 9 Ziele erreicht haben und erst dann könnt ihr diese Siegel herstellen und den Schlachthof betreten. Und dann ging es auch direkt los. Er ist in den Nightmare Dungeon, nenne ich mal, in den Schlachthof gegangen, Tier 1. Und es gab nur ein einziges Objective. Und das war, töte die Gegner, mach den Balken voll innerhalb von 10 Minuten. Das heißt, es musste nicht explizit Elite-Gegner besiegt werden, wie zum Beispiel bei einem Nephalem-Portal in Diablo 3, sondern irgendwelche Gegner mussten besiegt werden, um diese Leiste zu füllen. Was auch interessant ist, wenn ihr den Schlachthof betretet, ist es random, welchen Dungeon ihr betretet. Beim Tier 1 war es irgendwas in Trockensteppe, so ein Okkultisten-Zufluchtgedöns. Und danach hat er nochmal ein Tier 10 gezündet und da waren wir auf einmal im zersplitterten Gipfel in sowas wie Niedergang des Rauhreifs, also mit diesen Ziegengegnern und im Eis. Ich denke mal, es wird random sein oder jedes Tier. Es gibt ja 25 Stufen vom Schlachthof. Also entweder hat jede Stufe seinen eigenen Dungeon oder es ist komplett random. Auf Tier 1 waren die Gegner auf Level 155 und auf Tier 10 waren die Gegner auf Level 157. Und da wurde gesagt, explizit die Gegner sollen einen nicht noch mehr Schaden machen. Also der Schaden von den Gegnern wird nicht sehr viel stärker als das, was ihr von einem 100er Nightmare Dungeon kennt, sondern die werden sehr, sehr, sehr viel mehr Leben bekommen. Und das hat man auch gesehen. Tier 1 hat der easy die Leute weggemacht. Das war gar kein Problem für den Ball Lightning. Aber dann Tier 10 hat der für einen kleinen Scheißgegner so lange gebraucht, wie man theoretisch für einen Weltenboss gebraucht. Also die hatten richtig, richtig viel Leben und ihr wisst, wie viel Schaden Ball Lightning raushaut. Tier 10 hat der übrigens auch nicht geschafft.
Im Dungeon selber werden keine Items fallen gelassen. Das hat mich auch gewundert. Weder Gold noch Items werden fallen gelassen. Und am Ende erscheinen, zumindest auf Tier 1, das ist das, was wir gesehen haben, erscheinen drei Bloodseeker. Das kennt ihr auch aus der Bluternte. Das sind diese richtigen Charakter, die Vampirfertigkeiten haben und euch wie ein Druide oder Magier oder ein Jäger oder so angreifen. Davon musste er drei Stück killen. Da kam also kein Endboss oder sowas, sondern drei von diesen Bloodseekern. Und als er die besiegt hat, kam die Kuppel, wie immer. Er hat die Glyphe bekommen, die man ja mit Schlachthof von Zier bekommt. Und, das finde ich richtig krass, Tier 1 gibt 1000 Erfahrung für Glyphen. Das heißt, ihr könnt jede normale Glyphe direkt auf Level 15 bringen oder so von 1. Und die Glyphe, die man mit dem Schlachthof bekommt, die Zierglyphe nenne ich sie mal, die braucht alleine von Level 1 auf Level 2 2000 Erfahrung. Also für alle, die gedacht haben, ey, ich hole mir auf Tier 1 vielleicht die Glyphe und lasse mich da ziehen und gehe dann noch in die normalen Nightmare Dungeons und level die Glyphe da hoch, das könnt ihr vergessen. Selbst ein Nightmare Dungeon auf 100 bringt was 200 Erfahrung und der Schlachthof Tier 1 gibt 1000. Das geht dann wahrscheinlich exponentiell hoch, weil sonst kann ich es mir nicht erklären, wie man sonst diese Glyphe auf Level 200 kriegen soll, weil Level 2 schon 4600 Erfahrung braucht. Also selbst wenn ihr den Schlachthof Tier 1 siebenmal macht, siebenmal, 7000 Erfahrung, ihr wisst, wie lange man für 7000 Glyphen Erfahrung braucht, wäre die Glyphe vom Tier gerade mal auf Level 3. Also denke ich mal, umso höher das Tier ist vom Schlachthof, umso mehr Erfahrung wird man auch bekommen. Eine richtig krasse Sache: Wenn ihr im Schlachthof sterbt, gibt es keinen Respawn. Sterbt ihr, seid ihr tot, Siegel ist weg und ihr müsst ein neues Siegel zünden. Es gibt also keine Respawns. Und jetzt kommt das Krasseste überhaupt, was ich glaube für den Stream richtig frustrierend sein wird. Wenn ihr im Multiplayer seid, zu viert, und einer stirbt wegen Disconnect, wegen Lag, weil er gestunlockt wird, weil er nicht aufpasst, weil er einen One-Hit abbekommt, irgendwas, dann ist das Siegel auch weg. Einer von vieren stirbt, alles weg. Das heißt, ihr seid bei 99%, ihr seid vielleicht beim Endboss, einer stirbt von vier Leuten, alles weg. Andererseits, wenn man 1000 Glyphenerfahrung bekommt und ich jetzt gezogen werde, geboostet werde auf Weltstufe 4, und ich durch einen anderen Charakter die Season-Reise schon durch habe und dann von einem Kollegen durch ein Tier 1 Schlachthof von Zier gezogen werde, habe ich direkt eine Glyphe auf Level 15. Ist also für das Boosting und für neue Charakter, die er erstellt und auch für die Variety von Builds, wo man verschiedene Glyphen braucht, eine extreme Erleichterung, um zu leveln. Ihr kennt das selber, wenn ihr mal ein Bild gewechselt habt und dann wieder 5 Glyphen auf Level 21 oder auf 15 bringen, das kann richtig lange dauern mit den normalen Nightmare Dungeons. Wenn ihr aber mit dem Schlachthof da gut durchkommt, macht ihr 1, 2, 3, 4, 5 Schlachthöfe und habt alle Glyphen auf 15. Also was das angeht, eine sehr coole Änderung. Aber das mit dem Sterben und das Siegel ist dann weg, oh mein Gott, das wird so frustrierend sein, Leute. Und ganz am Ende gab es, wie gesagt, Itemization. Da wurde leider gar nichts viel zu gesagt. Einfach nur, wir können dazu aktuell nichts sagen. Wir haben ganz viel in der Pipeline und das Ganze kommt mit Season 4. Also viel Wischiwaschi, aber nichts Konkretes, was wir uns sagen konnten. Und dann in einem Nebensatz hauen die Folgendes raus: Es wird eine Änderung zur Höllenflut geben. Und zwar wird die Höllenflut jetzt wie die Bluternte durchgehend sein. Der Joe in der Mitte hat gesagt, ja, wir haben von der Bluternte gelernt und wir werden die Höllenflut jetzt durchgehend laufen lassen. Das heißt, die Höllenflut wird immer laufen mit einem 5 Minuten Pause-Gap dazwischen. Sie haben nicht gesagt, ob man die Glut behält in der Höllenflut. Das wissen wir noch nicht. Haben sie vielleicht selber auch noch nicht so ganz entschieden. Wenn da eine 5 Minuten Time Gap zwischen ist, können die ja theoretisch sagen, ey, die Höllenflut war kurz vorbei, dann startet die neue wieder von null. Ja, dann wisst ihr, was auch schlecht ist? Kisten Reset. Wenn es immer um Punkt startet, dann gibt es kein Kisten Reset mehr. Das heißt, pro Höllenflut, je nachdem wo, gibt es immer nur zwei lebende Stahltruhen oder in Kyrgyzstan drei Stück, ohne Kisten Reset.
Ja, warten wir mal ab, bis es wirklich spruchreif ist. Aber was wir sagen können, die Höllenflut wird jetzt immer sein mit einem 5-Minuten-Break am Ende. Das heißt, die Höllenflut geht nur noch 55 Minuten, 5 Minuten Pause und dann geht's wieder los. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade schon erwähnt habe, aber die Änderung mit der Höllenflut kommt zu Season 3 sogar schon. Und dann gab es noch eine Sache zu der Gegenstandsmacht 925. Und zwar genau das gleiche, was ich auch schon in dem Video gesagt habe, wofür ich von den Casuals richtig zur Sau gemacht wurde, weil es ja aktuell so ist, wenn ihr in Weltstufe 4 kommt zum Weltenbosslauf, kriegt ihr 925er Items. Und die Casuals finden das natürlich cool. Ey, auf Level 60 oder Level 70 sofort die Max-Items, die man überhaupt im Spiel bekommen kann. Und das finden die Developer eigentlich nicht so geil, weil sie selber gemerkt haben, ey, jetzt bin ich auf Level 70, hab schon die krasseste Waffe, was soll ich jetzt überhaupt noch suchen? Da soll es Änderungen geben. Sie haben nicht konkret gesagt, ob der Weltenboss in Zukunft keine 925er Items verfallen lassen wird oder ob es einfach andere Quellen gibt, wo man auch 925er Items bekommt, weil Obolusse, das habe ich auch schon mal gesagt, Obolusse, die Samen aus Feldern des Hasses, machen absolut keinen Sinn. Also ich mache die kaum noch, um ein gutes Item zu bekommen, sondern nur noch, um Aspekte zu sammeln. Wurde von den beiden angesprochen, wird es sehr wahrscheinlich zu Änderungen geben. Und das war's für dieses Campfire. Ich fand's richtig spannend. Also Schlachthof von Tier wird richtig nice. Coole Änderungen zur Höllenflut. Coole Änderungen zu 925 Gegenstandsmacht. Es wird wahrscheinlich eine erhöhte Chance geben auf Unix im Schlachthof, weil direkt beim ersten Mal ist ein Unix gefallen. Kann natürlich auch Zufall sein. Könnte aber auch eine erhöhte Chance bedeuten. Haben sie leider nichts so gesagt. Ansonsten, ich freue mich mega auf Dienstag. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Wenn ihr noch wissen wollt, was im Q&A gesagt wurde, dann auf jeden Fall auch ein Follow da lassen. Werde ich auch nochmal was zu bringen. Und dann würde ich mich sehr über ein Follow, über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.